So, ein kurzes Video über Hackathons bei Cybert Media im Rahmen von der Agile Organization. Genau. Was sind denn Hackathons? Hackathons sind, sind Tage, an denen wir uns darauf fokussieren, innerhalb von einem Tag tatsächlich auch ein kleines Produkt zu realisieren oder ein kleines Projekt abzuschließen. Ich kenne das von Atlassian, die haben das früher FedEx Days genannt, genau, bis die Firma FedEx ihnen verboten hat, das FedEx Days zu nennen. Jetzt nennen sie es, glaube ich, Ship It Days. Mhm. Und was shippen wir da so? Wir machen das in der Regel so, dass wir, bevor jetzt so ein Hackathon stattfindet, die Leute sich schon mal überlegen, was für Projekte sie sich vorstellen können, da zu realisieren. Das kann beispielsweise irgendeine kleine App sein, die gebaut werden soll. Und wir treffen uns dann im Vorfeld und besprechen dann so zusammen, wer welches Projekt gerne realisieren möchte. Und an dem Tag geht es dann wirklich darum, innerhalb dieser kurzen Zeit auch tatsächlich was ausliefern zu können. Also das, was man sich vorgenommen hat, tatsächlich auch dann umzusetzen. Ich kenne das so, ich weiß gar nicht, ob das eine feste Regel ist, aber man trifft sich und hat dann 24 Stunden Zeit. Also genau bis zum nächsten Tag gleiche Uhrzeit, um sozusagen auszuliefern. Und kann dreckig sein, oder? Das kann durchaus dreckig sein. Es kann auch sein, dass man irgendwie einen Prototypen oder so für etwas baut. Ja, das Besondere dabei ist jetzt auch, wenn man an unsere Scrum-Teams zum Beispiel denkt, die arbeiten normalerweise dann in längeren Iterationen, häufig auch über mehrere Monate hinweg an einem Projekt, ja. Und da müssen sie beispielsweise dann alle 2 Wochen vielleicht liefern. Das Besondere ist jetzt daran, wenn man jetzt innerhalb von einem Tag wirklich so ein Projekt komplett abschließen soll, dass es nochmal eine deutlich intensivierte Zusammenarbeit letztendlich dann erfordert, aus der man dann auch wieder für das normale Projektgeschehen profitieren kann. Was jetzt die Codequalität zum Beispiel angeht, ist es mit Sicherheit so, dass zum Teil vielleicht auch mal Abkürzungen genommen werden oder irgendwelche Hacks eingebaut werden. Das ist jetzt nicht der Schwerpunkt, irgendwie hochqualitative Software in der Zeit zu entwickeln. Und man hört ja jetzt von so Google oder auch bei Atlassian, wo dann richtig erfolgreiche Produkte aus solchen Sprints, so schnellen Hackathons hervorgehen. Lohnt sich das denn so, auch für uns, so ein normalsterbliches Unternehmen sozusagen? Ja, also ich denke, es gibt messbare und vielleicht auch nicht messbare Effekte. Das eine kann sein, dass man ein Produkt realisiert, das dann auch in Betrieb genommen wird. Wir haben ja zum Teil für uns auch Entwicklungen gemacht, die wir auch schon produktiv einsetzen. Beispielsweise eine Handy-App, mit der wir dann Fotos von Flipcharts machen können, um die dann direkt in ein Wiki-Dokument einzuspielen. Das hätte ich jetzt sogar noch als kommerziellen Erfolg verkauft, weil ich nämlich schon bestimmt von 5 Leuten angesprochen wurde. Ja, wann geht die denn online? Wann kann ich die denn aus dem App Store runterladen? Also eine ganz einfache App, wo man ein Foto in das Conference-Wiki hochladen kann, nachdem man eine Besprechung hatte. Ja. Und, ein anderes Beispiel wäre bei uns, dass wir eine mobile Version von unserer Zeiterfassung gebaut haben, sodass man auch von, wenn man unterwegs ist, dann auch seine Zeiten erfassen kann, was auch wieder in Richtung Produktivität geht. Jetzt habe ich mein Handy leider nicht dabei, aber hässlich wie die Nacht das Teil, aber super hilfreich, weil man halt, wir müssen ja Arbeitszeiten buchen, rechnen alles nach Aufwand ab und da ist es halt ja, sehr wichtig für uns, dass die Arbeitszeiten genau erfasst werden. Das kann ich jetzt vom iPhone aus machen. Genau, ja, also das sind schon mal sehr gute Ergebnisse, aber es gibt genauso eben auch Effekte in der Zusammenarbeit. Also dass man beispielsweise mal mit Leuten aus anderen Teams zusammenarbeitet, dass auch diese Abstimmungsprozesse sind sehr, sehr spannend. Welche Technologie wird jetzt dafür eingesetzt? Also es hat viele Weiterbildungseffekte auch letztendlich, dass man anfängt, sich mit anderen Technologien zu beschäftigen. Also sehr viele positive Effekte. Und es hat noch so eine Art Abenteuercharakter, ja? Wo man so zusammenkommt und dann irgendwann wird es halt spät und man stellt fest, oh, wir sind noch nicht fertig und sitzt dann halt trotzdem zusammen und macht das gemeinsam dann auch in der Nacht irgendwie fertig. Definitiv Teambildung, ja. Ein weiteres Produkt, das ist übrigens alles Ergebnisse aus einem einzigen Hackathon. Ein drittes Produkt, das wir da noch entwickelt hatten, oder ein anderes Team natürlich, ist ein Conference Self-Hosting, wo Kunden über eine einfache Web-Oberfläche, ist jetzt unter instawiki.com zu erreichen, genau, ja, sich auf Knopfdruck eine Conference-Instanz generieren konnten auf unserem SAN und super erfolgreich. Also das macht ja einen richtig Umsatz inzwischen schon. Mhm. Insofern für so eine, ja, sagen wir mal, überschaubare Zeit schon tatsächlich ein richtiger betriebswirtschaftlicher Erfolg auch. Ich sehe auch noch bei den Mitarbeitern, wie du schon gesagt hast, einen sehr großen Motivationseffekt. Das ist halt mal was ganz anderes. Ja? Normalerweise das Arbeiten hat so einen 9-to-5-Charakter. Ich komme morgens, gehe abends. Und da bin ich halt wirklich so den ganzen Tag, quasi 3 Arbeitstage am Stück, theoretisch am Start. Und ja, es ist auch spannend zu sehen, wie die Teams sich dann abstimmen untereinander.
Und zum anderen treffen da die Teams auch alleine dann Entscheidungen, was Features oder Ähnliches angeht, was normalerweise ja Kunde und der Product Owner eher dann letztendlich auch mit entscheiden. Und da hat das Team jetzt dann nochmal direkten Einfluss drauf, auch zu entscheiden, was bauen wir jetzt in unsere Software da rein, was nicht. Und eine Frage, warum gehört das jetzt zur Agile Organization? Also ist jetzt Bestandteil unserer Reihe zu Elementen aus Agile Organization. Warum gehört das mit dazu? Also man muss jetzt nicht Hackathons machen, um zu sagen, dass man irgendwie eine agile Organisation ist oder Ähnliches. Darum geht es nicht. Aber es ist wieder ein Element, das letztendlich die Werte, die wir da leben möchten, unterstützt. Wir arbeiten auch da eben in Teams, wir arbeiten gemeinschaftlich, wir treffen gemeinsam Entscheidungen. Es sind alle dazu aufgerufen, teilzunehmen, die daran Freude haben. Die Leute können sich selbst rekrutiert da auch entscheiden, dann bei was sie mitarbeiten. Und das unterstützt damit auch viele Werte, die wir an anderer Stelle auch bei uns im Unternehmen leben. Was eigentlich kann man das auch noch so erklären, wir hatten die Open Spaces, dazu gibt es ein anderes Video, als Konferenz etabliert. Mhm. Und dann haben die Entwickler gesagt, ach, diese Laberveranstaltungen, das ist doch total langweilig. Wir brauchen etwas, wo was entwickelt wird, wo wirklich was geschaffen wird. Nicht nur so Konzepte und Wiki-Dokumente und irgendwelche Fotos von Flipcharts, sondern wir wollen eine richtige Software haben. Und so kamen eigentlich die Hackathons jetzt erst aufs Programm. Und die wechseln sich bei uns immer ab. Also alle 2 Monate gibt es eine Veranstaltung, einmal ein Hackathon, einmal eine Open Space Veranstaltung. Mhm. Und was noch ein Riesenvorteil ist und ein gutes Argument, sowas mal im eigenen Unternehmen auszuprobieren, ist, da entstehen sehr innovative Sachen. Also Sachen zum einen, die sehr gut zum Unternehmen passen und auch Sachen, die einen sehr hohen Innovationsgrad haben. Und die Sachen kommen auch bottom-up sozusagen. Die Leute entscheiden halt selbst, was sie realisieren wollen. Und es ist nicht irgendwie vorgegeben von Management oder sonst wie, was da realisiert wird. Eine Anekdote hätte ich noch. Und zwar war ich bei dem Hackathon dabei, wo dieses Self-Conference-Hosting instawiki.com entwickelt wurde. Und da haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwie so eine Vermarktungsseite. Ist jetzt nicht so wichtig. Es geht ja eigentlich nur um das Formular und dass es generiert wird. Und dann habe ich in unserem öffentlichen Wiki, kann ich mal kurz einblenden hier, habe ich dann hier so eine Seite gebaut. Und dann sagten die, ja, das ist ja so ein Rahmen hier drin und total doof. Wollen wir nicht, wir wollen was Richtiges haben. Eine richtige Website. Und dann, ja, das ist viel zu viel Aufwand, das kostet 50 Stunden, bis das Template gebaut ist. Und dann muss noch ein Designer, den haben wir jetzt nicht. Und dann sind wir auseinandergegangen, war es soweit. Und um 4 Uhr schreibt dann ein Systemadministrator, hat mir keine Ruhe gelassen, hab jetzt noch die Website gebaut. Und dann hat er sozusagen alleine zu Hause weiter die Website, die man jetzt auch unter instawiki.com sehen kann, gebaut. Was meines Erachtens ein echt gelungenes Konstrukt ist. Ja, und ich da auch festgestellt habe, dass wir einen Designer an diesem Systemadministrator verloren haben. Mhm. Also dieser Grad an Motivation, den die Leute in so einen Hackathon einbringen, ist sehr erstaunlich. Mhm. Gut. Wenn Sie mehr über Agile Organization bei Cybert Media erfahren wollen, gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Videos. Und ansonsten können Sie sich jederzeit bei uns melden, sich bei Atlassian oder bei uns mehr über unsere Hackathons informieren oder uns einfach kontaktieren. Freuen wir uns drauf. Danke. Okay, tschüss. Ciao.